wissen, was sie machen müssen, wenn es brennt. Sie stellen Telefonnummer 118 ein und sofort ist die Feuerwehr da. Was dann aber bei der Feuerwehr passiert, warum sie so schnell da ist, was sie macht, wenn sie mal nicht brennt und was die Feuerwehrmannen sonst noch so zu tun haben, das können Sie diese Woche im Karussell sehen. Wir berichten jeden Tag von der Basler Berufsfeuerwehr. Jetzt der erste Tagesbericht von unserem Reporter Fritz Spring. Das Hauptquartier der Basler Berufsfeuerwehr befindet sich mitten in der Stadt am Schützengraben. Der kasernenartige Bau ist 1943 erstellt worden. Doch brennt hat es in Basel auch schon früher. Im 13. Jahrhundert beispielsweise sind dreimal grosse Teile der Stadt vom Roten Hahn zerstört worden. Die Bewohner haben damals Wasserkessel, Feuerhöcke und Leitern zum Löschen eingesetzt. Eine Löschordnung im Jahr 1411 hat die Aufgabe der Feuerwehr den Zunft der Maurer und der Zimmerleute übergeben. Im 19. Jahrhundert hat dann die Stadtgarnison, eine militärische Einheit, die Brandbekämpfung übernommen. Das allerdings nicht ganz zur Zufriedenheit der Bürger. 1845 ist nämlich das Gut von einem Stadtrat abgebrannt. Der Feuerwächter hat den Brand verschlafen. Nach französischem Vorbild ist dann schnell darauf aber ein Sapeur-Pompier-Corps gegründet worden. Und am 1. April 1882 hat der Major Josef Schetti eine ständige Feuerwache mit Tag- und Nachtdienst eingerichtet, wo in der Innenstadt bei den Brotlauben stationiert war. Ein paar Jahre später, 1903, ist dann die Basler Feuerwehr in Lützelhof gezügelt. Hier allerdings noch mit der mobilen Velo-Einsatztruppe. Doch zurück zum gestrigen Sonntag. Von den 101 Berufsfeuerwehrmannen sind 32 im Lützelhof auf Pikett gestanden. Oder haben wie die beiden Telefonisten in der Alarmzentrale auf einen Notruf gewartet. Ich heiße Erwin Stöckli. Ich bin seit 29 Jahren auf der Berufsfeuerwehr. Mein gelernter Beruf ist Automechaniker und bin hier als Feuerwehrmann eingestellt worden. Heute bin ich Wachmeister. Der heutige Tag habe ich die Funktion als Tagesuhr. Ich bin verantwortlich für den Betriebsablauf im internen Betrieb, für die Logistik und so weiter. Ist denn heute schon etwas passiert? Heute haben wir Glück gehabt. Es ist eigentlich noch nichts gesehen heute. Aber wir wissen ja nie, wie das losgehen kann. Zum Beispiel vorgestern haben wir bis jetzt schon 10 Alarm gehabt. Und jetzt, heute ist noch gar nichts gesehen. Macht das auch den Reiz aus von diesem Beruf? Ja, das ist so. Man weiss nie genau, wie man fortspringen muss. Und man kommt irgendwie immer wieder an eine andere Situation. Und es ist immer wieder anders. Man trifft immer andere Möglichkeiten an, die man machen muss. Sei es das bei einem Unfall oder beim Brand oder irgendwie einer kleinen Hilfeleistung. Mehr Betrieb hat in der Küche geherrscht, wo die Feuerwehrmannen ihr Essen parat machen. Bei Ihnen gibt es einen Chicorée-Salat. Ja, wir machen irgendwie so einen Salat. Ich bin ein Mensch, der gerne Salat isst. Auch gerne Fleisch dazu, aber jetzt, heute gibt es noch Salat bei mir. Guten denn? Ja. Während die anderen am Essen sind, hat der Feuerwehrmann Rolf Schlenker eine besondere Aufgabe in der Basler Komödie. Sie haben heute Abend Theaterwache. Ist das eine beliebte Aufgabe? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf Stück drauf an. Wobei einfach die ganze Sache, wir sind ja nicht zum Spass hier. Wir sind ja hier, um Erwach zu machen. Also ich glaube, es ist nicht zur Diskussion, ob es sehr beliebt ist. Was ist Ihre Aufgabe? In erster Linie zu kontrollieren, dass Sicherheitseinrichtungen, die da sind, intakt sind. Und einfach anhand des Klassifizierungsblatts, das ich kriege, oder das beispielsweise da ist, von der Feuerpolizei, die Einhaltung zu kontrollieren. Schauen, dass nicht geraucht wird während der Vorstellung, weder im Zuschauerraum noch hinter der Bühne. Und beim Problem einfach sofort einzugreifen. Das ist mein Platz während der Vorstellung. Von hier aus kann ich die ganze Bühne überblicken. Viel Vergnügen. Dankeschön. Am Abend um 9 Uhr sind nur noch ein paar Feuerwehrmannen mit unserem Nationalsport Nummer 1 beschäftigt. Andere sind am Lesen oder auf dem Zimmer.
Herr Winzeri, was machen Sie denn einmal, wenn Sie auf einen Einsatz warten, so am Abend? Ja, zu oben, also die Woche durch arbeiten wir ja bis um 5 Uhr zu oben und nachher nehmen wir bis geht. Das heisst, es kann jeder seine Freizeit noch gestalten, muss aber im Haus bleiben da oben, kann Fernsehen schauen, kann mit den Kollegen einen Jass machen oder geht in die Küche, dort etwas kochen, zu Nacht essen. Und nachher kann man Fernsehen schauen oder eben ins Zimmer etwas lesen. Und wie schnell muss denn gehen, bis Sie da unten sind? Das ist so, wir rücken Tag und Nacht in Zeit von 60 Sekunden aus. Also nach 60 Sekunden stehen unsere Fahrzeuge bereits im Schützengraben auf der Strasse. Das geht natürlich auch zur Nacht wahnsinnig schnell. Ihr seht hier unser Eingericht, das wir für das gemacht haben. Das ist unser sogenanntes Nachtpäckchen. Die Stiefel mit den Henkel dran und drüber ab die Hose. Das heisst, wenn es Nacht alarmiert, kommen wir rein, mit den Henkel die Stiefel an und ziehen die Hosen auf. Und schon sind wir parat und können absäckeln und gehen nachher dort durch den Kasten Stangen ab im Fahrzeug halten. Das haben dann drei Männer vom Kleinalarm müssen absäckeln. Am 20.10 Uhr hat ein Mofa gebrannt. Die Polizei war schon am Brandort. Für unsere Feuerwehrleute ein kleiner Fisch, doch für den Hausbesitzer sicher ein ärgerlicher Nachtbubenstreich. Wir berichten jeden Tag die Woche aus dem Alltag der Basler Berufsfeuerwehr. Und heute sehen Sie jetzt also den zweiten Tagesbericht, wo zwar viel geübt worden ist, aber auch ernsthaftere Ausrückungen. Montagmorgen um 7:30 Uhr. Die Sonntagsschicht kann heute heim ausruhen. Sie müssen erst morgen wieder kommen. Dreimal durch so einen Turnus, dann haben sie drei Tage aneinander frei. Für die neue Gruppe werden die Ämter verteilt. Für Außenstehende tönen die Nummern allerdings eher verwirrend. Circa um 8:30 Uhr kommen wir dann Lönnbruch, Wittli, Kissling, Baumann, Kosteli und Leute an. Das im Moment sind wir gemacht. Zum morgendlichen Ritual gehört bei der Feuerwehr aber auch das Ausfahren mit dem Fahrzeug um 9:30 Uhr. Die Ausfahrt machen Sie jeden Morgen? Die Ausfahrt machen wir jeden Morgen, außer Samstag, Sonntag. Dort fahren wir nicht ringsum wegen Lärmbelästigung. Und das ist eine Angewöhnungsfahrt, die jeder Fahrer kann machen am Morgen, damit er wieder weiss, wie es auf den verschiedenen Fahrzeugtypen, die wir haben, dass er sich angewöhnen kann. Als Fahrer müssen Sie ja auch Basel ziemlich gut können, weil das ist ja manchmal schon schwierig. Finden Sie es denn immer? Das sollte man eigentlich, mehr oder weniger stark kennen. Wobei wir aber, weil wir haben ja den Funk auf dem Melding, wo man uns reinlotsen kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir noch sogenannte Strassenkarte, die angegeben ist, wo man durchfahren muss, und zwar die Alarmfahrt. Da fahren wir durch Strassen durch, wo Normalfahrzeuge nicht durchfahren dürfen. Die Rettungsleiter haben die Feuerwehrmänner am Montag nicht gebraucht. Weil aber die meisten einen handwerklichen Beruf gelernt haben, verbringen sie die Wartezeit auf einen Einsatz mit Ausbesserungsarbeiten wie hier an der neuen Pergola. Oder arbeiten im Werkstattgebäude als Schlosser, Schreiner, Maler oder Automechaniker. Aber auch ein seltener Beruf ist hier vertreten. Mein Name ist Leuthard Segi, bin seit 25 Jahren auf der Feuerwehr Basel. Ursprünglich habe ich Schuhmacher gelernt, den ich auch hier oben weiterbrauchen kann. Und fasziniert hat mich bei der Feuerwehr das Helfen, nicht helfen, wenn jemand in Not ist. Und habe alles können verbinden miteinander. Das ist noch das Glatte. Der Beruf plus noch eine Haufen zusätzlich können lernen jetzt hier oben. Wenn es aber einen Alarm gibt, dann müssen Sie gerade wegspringen. Dann müssen Sie alles fallen lassen, den Schutz abziehen und fortspringen und die Stangen ab und aussuchen. Ja. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem, wenn man gerade am Leimen ist oder so, aber das kann man nachher wieder reparieren. Am Nachmittag findet eine Gasschutzübung statt.
Denn immer mehr entwickeln sich heute bei einem Brand auch giftige Gas. Wir setzen immer Atemschutz ein, wenn Rauch ist in einem Brand oder wenn man das Gefühl hat, es könnten Gase um sein, unatembare Luft, dann setzen wir immer Atemschutzgeräte einsetzen. Wie viele Einsätze haben Sie so pro Jahr? Pro Jahr haben wir ca. 400 Geräte. Und es ist ja ein Druck, besteht immer aus drei Mann. Und dann ist es rund 120, 130 Einsätze mit Atemschutzgeräten. Haben Sie die Geräte aber bei der Brandkatastrophe in Schweizerhallen eingesetzt? Nein, bei der Brandkatastrophe in Schweizerhallen haben wir die Geräte nicht eingesetzt. Wir von der Berufsfeuerwehr Basel haben das Glück gehabt, dass wir mit dem Wind angreifen konnten und haben praktisch gar nie geschmeckt, dass es eigentlich Umweltverschmutzung gibt. Wir haben erst beim Zusammenraum und als wir dann auf der Heimfahrt sind, Richtung Basel, haben wir geschmeckt, dass es da etwas hat nicht normal zugegangen sein. Wie geht jetzt die Feuerwehr bei einer Gefährdung mit schädlichen Stoffen vor? Mit schädlichen Stoffen schauen wir meistens, wenn ein Unfall ist auf der Straße, wir Transportpapier nachschauen und dann haben wir einen Hummel, wo wir schauen können, wo der Gefahrendiamant drauf ist. Und daraus können wir genau ersehen, wie gefährlich es ist, mit was wir es behandeln müssen, wie wir es ausrüsten müssen und wie wir es verhalten müssen und wie sich das Medium selber verhält bei einer gewissen Umwelt. Und Sie haben das Material und Spezialisten für Chemieunfälle? Wir haben einen gewissen Teil Material hier. Wir haben alle Spezialisten hier, wo jeder Berufsübermann eigentlich mit dem umgehen kann. Und wenn es halt dann unsere Kräfte oder unsere Materialien überschreitet, dann alarmieren wir Chemiefeuerwehren, alarmieren, wo uns zu Hilfe kommen. Helm ab, Masken ab, Gerät ablegen. Das tönt sehr, wie wenn das mühsam wäre. Ist es auch? Zum Schnaufen? Ja. Ja, also es braucht eine gewisse Überwindung, nicht, also eine Atemüberwindung, nicht im Moment. Und, aber es ist nicht extrem. Extrem wird es eigentlich erst, wenn man langes Steigen aufläuft. Und das Gewicht? Und das Gewicht natürlich, wenn man müsste arbeiten oder so. Achtung, Grossalarm. TUS, Kantonsspital Basel, Petersgrabe 4. In 27 Sekunden war die Feuerwehr ausgerückt. Beim Kantonsspital hat uns der Einsatzleiter Willi Studer erzählt, was passiert ist. Es hat einen TUS-Melder angegeben, das heisst, einen automatischen Feuermelder hat angegeben. Im 8. Stock. Dann sind wir schauen und haben festgestellt, dass der Dampf, der von einer Geschirrwaschmaschine rausgekommen ist, den Melder ausgelöst hat. Und noch einmal gibt es an diesem Tag einen grossen Alarm. Der Tanklöschwagen und der Drehleiterwagen brausen durch die Stadt Richtung Rhein. Es ist abends um 7 Uhr, die beiden Fahrzeuge kommen schnell durch Basel durch. Im Stossverkehr sei es manchmal mühsam, sich durchzukämpfen. Im Keller unten schmeckt es nach verbrannten Spänen. Es war nicht das erste Mal, dass die Heizung in dem Baugeschäft in Rhein einen Alarm ausgelöst hat. Und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Wir stellen die Anlage zurück und kommen zurück. Weil die Stadt Basel bekanntlich durch Rhein geteilt ist, gibt es nicht nur Einsätze mit Wasser, sondern auch auf dem Wasser. Der heutige Beitrag für unseren Reporter aus Basel über das Löschschiff. Während sich andere Feuerwehrkorps meistens auf der Strasse bewegen, sind wir heute mit einem besonderen Fahrzeug unterwegs gewesen. Die Berufsfeuerwehr Basel besitzt nämlich als einzige Feuerwehr in der Schweiz ein Feuerlöschboot. Mit dem Christophorus und dem Schwesterschiff von Basel-Land betreuen Basel 36 Kilometer von Rheinfelden bis zum Niefer Rhein auf deutsch-französischem Gebiet. Auch wenn sonst alle alles können, hier braucht es natürlich Spezialisten. Mein Name ist Kurt Schöni. Ich bin seit 1972 auf der Berufsfeuerwehr. Ich bin vorher 14 Jahre auf dem Rhein gefahren, bei der Schweizer Reederei, vom Schulschiff, Schiffsjungen, Matros, Stürmer bis Schiffsführer. Und dann als diese Schiffe gekommen sind, haben sie uns eingestellt auf die Berufsfeuerwehr wegen der Patente allem. So sind wir dann hier dazugekommen. Was haben Sie denn so für Einsätze, die Sie machen, hier auf dem Schiff? Ja, das meiste ist schon Pioniereinsätze, Motorbötchen haben, mal Schiffleerpumpen. Dann kommen Ölunfälle, Ölwehreinsätze, Wasserrettungen, Leichenbergungen. Das kommt einfach, das Ganze, was hier auf dem Rhein anfällt,
Das ist natürlich das Schöne daran ist, dass ich im Prinzip auf dem gelehrten Beruf weiterarbeiten kann. Das ist an und für sich eine sehr dankbare Aufgabe bei der Feuerwehr zu sein, weil man im Prinzip immer jemandem helfen kann. Wir haben nie irgendwie verärgerte Leute nachher, oder? Wenn man geht immer das Möglichste und probiert zu helfen. Und das ist an und für sich schon ein dankbarer Job. So. Der Christopher Russ und das Basler Landschäftlerboot sind seit 13 Jahren im Betrieb. In dieser Zeit hatten sie rund 260 Einsätze gehabt. Die Boote haben ein Pflichtenheft. Das ist primär einmal eine Bekämpfung von Schiffsbränden. Wir haben Bekämpfung von Hafenbränden im Uferbereich. Dann als Wasserlieferant, wenn also ein Grossfeuer ist auf der Landseite. Das haben wir auch schon gehabt. Dass wenn der Moment kommt, wo sie der andere jetzt zusammenbricht, wo man zu wenig Wasser hat, dann kann das Löschboot mit Wasser natürlich unterstützen. Und das ist rund 13'000 Minutenliter bei 12 Bar Leistung. Wie hoch ist denn die Fontäne, die spritzt da? Die haben die Fontäne ausgesehen. Das war von der Wasserkanone. Die war jetzt 90 Meter hoch mit 12,5 Bar. Zwei Dieselmotoren mit je 650 PS geben dem Feuerlöschboot die Kraft, die nötig ist, damit so wendig wie nur möglich ist. Und wenn der Schiffsführer voll auftreibt, kommt es auf eine Geschwindigkeit von 28 km in der Stunde. Und das gibt dann schon ganz imposante Wellen. Zum Alltag der Feuerwehr gehören aber auch Ereignisse wie diese. Zwei Frauen sind von einem Lastwagen überfahren worden. Eine war sofort tot, die andere hat man schwer verletzt ins Spital gebracht, wo sie später an den Verletzungen gestorben ist. Unter einem neugierigen Blick der Gaffer haben die Feuerwehrmannen die tote Frau unter dem Lastwagen geholt. Ja, das war einfach für uns kommt das Alltag an das vorkommen. Das gehört zu unserem Beruf. Verrückt, aber wenn sie einfach füllen, dann können wir unsere Arbeit machen, oder? Das sind die weniger schönen Seiten. Ja, das sind eben die ungute Seiten in unserem Job. Wie der gestrig zeigt auch der heutige Beitrag von unserem Reporter Fritz Spring in Basel, dass Feuerbekämpfung nur eine der Aufgaben der Feuerwehr ist und dass der Feuerwehralltag besonders von einem geprägt ist, nämlich von Üben, Üben und noch einmal Üben. Nicht immer, wenn die Feuerwehr ausrückt, muss sie ja Brände löschen. Zwei Drittel ihrer Einsätze bestehen aus Hilfeleistungen, wenn z.B. Personen in Not geraten sind. Gut, ja? Jawohl. Einer langt doch. Damit die Profis von der Feuerwehr immer an Schur bleiben, gibt es zweimal in der Woche eine Fachausbildung. Wir sind heute Morgen bei der Liftausbildung. Wir haben hier einen Vollprofi, einen Liftmonteur bei uns. Der tut uns die verschiedenen Typen von Türen und Motoren erklären. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir daran arbeiten können, selber. Das alles zusammen brauchen wir, da wir immer wieder ausrücken für blockierte Lift, die blockiert werden durch Überlastung, technische Defekte, werden wir gerufen und sollten dann in der Lage sein, die eingeschlossenen Personen zu befreien. Kommt es oft vor, dass Sie eingeschlossene Leute befreien müssen? Jawohl, das kommt oft vor. Und hauptsächlich zur Nacht, wenn wir keine Hauswart mehr haben, kommt das direkt auf die Feuerwehr. Wir rücken aus mit drei Mann und wir sind in der Lage, diese Leute zu befreien. Wie ab und zu gibt es auch heute wieder am Mittag einen Alarm. Ein Brandmelder im Parkhaus vom St. Jakobstadion hat angegeben. Doch das Auto, das vor ein neues herfährt, gibt den Weg nicht frei. Gibt es das Fehl, dass die Leute nicht auf die Seite gehen? Das meiste Mal. Besonders jetzt auf einer Alarmfahrt. Besonders um Mittagszeiten herum. Da haben wir immer die grössten Schwierigkeiten. Dass die Leute auf die Seite gehen, auch die Mobilisten. Der Grund, wenn wir sie danach vorgezogen sind, sie hören nicht. Beim Parkhaus dann ergänzen die Leere, nur ein schriller Ton, da bricht die Ruhe. Sämtliche Löschposten werden kontrolliert. Da haben wir ihn, Rödi. Was ist jetzt passiert hier? Gut. Ja, das ist immer das Übliche. Nicht? Die Lausbuben, die nichts anderes wissen, nicht wie einfach den Handmelder drücken. Da rücken wir oft aus, nicht? Wegen solchen Sachen. Nicht? Und dann kommen wir an und es ist überhaupt nichts passiert.
ist einfach die Scheibe eingeschlagen worden, der Alarm. Ja, einfach die Handtaste betätigt, wie man es hier sieht, die Scheibe eindruckt. Nicht? Und dann geht der Melder durch und zu uns auf die Wache. Und wir müssen natürlich genau gleich ausrücken wie bei einem Ernstfall, weil wir das ja voraus nicht wissen, was wir antreffen. Der Handtasteneindruck, dem Löschposten, durch unbekannt. Leider ist es so nicht. Wir hoffen jedes Mal nicht, dass wir so einen noch entdecken könnten, der da oben steht. Ist das auch schon geil, dass Sie noch einen entdeckt haben? Ja, hier und da. Die Polizei hat hier und da mal einen verwünscht, der vielleicht ein bisschen zu viel Intus hatte. Und nachher ist er dann hier im Zeug rumgesürmelt und dann hat man den gekriegt. Und das kostet dann ca. 500 Franken. Es war ein ruhiger Nachmittag im Lützelhof. Wir haben die Gelegenheit benutzt, um in den Keller der Berufsfeuerwehr hineinzuschauen. Wenn wir all diese Feuerwehrschläuche aneinander hängen würden, gäbe das eine Strecke von 20 km Länge. Nach jedem Einsatz kommen sie hier ins Wasserbad. Sie werden mit einem Druck von 20 Atü getestet, damit man sieht, wenn es rönt. Anschließend werden die Schläuche, die aus Polyester und Flachsgarn bestehen, in der eigens konstruierten Wäscheanlage gründlich geputzt und im 30 Meter hohen Schluchturm aufgehängt. Der Roland Jenny ist schon seit 25 Jahren bei der Feuerwehr und ist meistens hier unten bei der Wäscheanlage anzutreffen. Sind die an einer Feststreckung so? Ja, also es gibt schon den Drüss, der hebt als auch ziemlich fest. Nicht mehr, als noch ein bisschen Metall drin tun, aber sonst stehen wir nur mit Wasser waschen. Können Sie sie manchmal auch vortrühren, die Schläuche? Ja, also wir haben jetzt hier den Fall Schweizer Halle gehabt. Und die haben wir also dreimal gewaschen und wir haben also den Geschmack nicht rausgebracht. Und die haben wir müssen vortrühren und gegen den Ersatz. Und dann, Grossalarm bei der Muba. Es ist schwierig, sich im Gewirr von der Halle zurechtzufinden. Die Spannung steigt. Was ist es? Wie gehabt, ne? Et voilà. Wir haben Ihnen die ganze Woche jeden Tag einen Bericht aus dem Alltag der Basler Berufsfeuerwehr gezeigt. Ich sage bewusst aus dem Alltag. Wir wollten nicht, dass man für uns spezielle Übungen inszeniert. Es war eine ganz normale Woche. Es hat auch keinen Grossbrand gegeben während dieser Woche. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man einen Blick auf die Statistik rührt. 2000 Mal braucht die Feuerwehr Basel im Jahr aus. Rund die Hälfte der Fälle sind Hilfeleistungen im Verkehr oder weil jemand irgendwo eingeschlossen ist. Etwa 500 Mal rückt man aus wegen einem Fehler oder wegen einem Blindalarm. Und nur etwa 200 Mal brennt es, wenn die Feuerwehr kommt. Und dann ist es meistens auch eher ein kleiner Brand, ein Zimmerbrand, ein Auto oder ein Töffli, das in Flammen steht. Aber trotzdem müssen die Feuerwehrleute natürlich immer parat sein. Da unser letzter Tagesbericht und das ist auch der Schluss vom Karussell. Ich darf mich verabschieden. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen bis am Montag. Wie jeden Morgen um 9:30 Uhr hat die Besatzung der Einsatzwege eine Probefahrt rund ums Quartier gemacht. Hier ist Feuerwehr Basel, Wasserschaden, unter einem rutschenden Weg, 38. An der Alarmzentrale in Basel sind auch die umliegenden Gemeinden angeschlossen. Diese Notrufe werden direkt an die Gemeindefeuerwehr weitergemeldet. Am Vormittag haben die Löscher vom Dienst keinen Einsatz gehabt. In der Werkstatt war der Rudi zu Kracken am Arbeiten. Ich arbeite hier an der Ausrüstung von unserem neuen Container, vom Chemie-Container. Und ich habe Maschinenschlosser gelernt. Ich habe anschliessend als Betriebsmechaniker ein paar Jahre gearbeitet. Und bei den 79 bin ich hier oben auf die Feuerwache. Ich gehöre zu den jüngsten Leuten. Wir haben seit 8 Jahren keinen neuen Zuwachs mehr bekommen. Wegen Personalstopp sind keine neuen Leute mehr eingestellt worden. Dadurch hat sich die Altersstruktur bei der Berufsfeuerwehr nach oben verschoben. Besonders einen Einsatz hat Rudi zu Kracken in Erinnerung. Eine besorgte Mutter konnte nicht mit der Wohnung von ihrer Tochter rein können. Boulder und Leute haben nichts genützt. Sie hat 118 alarmiert. Wir haben die Leiter gestellt, sind dort offen.
in die Wohnung rein. Mit den schlimmsten Befürchtungen natürlich. Oder? Sind in den Wohnraum rein, dort haben wir nichts gesehen. Das Schlafzimmer angrenzend haben wir dann auch aufgemacht. Sind im Dunkeln rein, Taschenlampen angemacht. Und dann ist ein ganz verdattertes Mädchen aus dem Bett aufgeschreckt. Und hat gesagt, Jesus, nein, was ist denn da los? Und hat unsere Gestalten in den Lederkittel und im Helm hat sie ganz verdattert angeschaut. Und uns ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass da nicht weiter passiert ist. Die hat einfach geschlafen? Die hat einfach geschlafen. Sie war ein bisschen übernächtig, hatte ein Festchen am Abend vorher und hat das halt alles nicht mitbekommen. Die Statistik sagt, dass während dem Mittag am meisten Einsätze passieren. Darum essen die Feuerwehrmannen kurz nach der 11 Uhr schon zu Mittag. Und das manchmal ganz wehrschaft und kalorienreich. Der gestrige Mittag ist aber sehr ruhig verlaufen. Nur gerade die Putzfrau war am Boden saugen. Zeit genug, für ins Zimmer 53 hineinzuschauen. Mein Name ist Paul Meier. Ich bin seit 22 Jahren auf der Feuerwehr, Berufsfeuerwehr Basel. Mein erlernter Beruf, mein erster Beruf, den ich hatte, ist Automechaniker. Ich arbeite auch hier oben als Automechaniker neben einem Feuerwehrberuf. Und dass man nicht ganz den Anschluss verpasst ans Auto, habe ich mir das Hobby zugelegt, Miniaturauto zu basteln, und zwar Feuerwehrauto. Ich habe mir also sozusagen den Beruf als Hobby gemacht. Auf der Feuerwehr selber mache ich nur gröbere Arbeit machen im Basteln, weil das Risiko zu gross ist, dass man, wenn wir mitten im Basteln sind, ein Alarm reinkommt, dann muss ich fort. Und wenn ich zurückkomme, dann kann ich irgendwie ein Leim angezogen haben oder eine Farbe, die dann nachher einfach wie ein Stuss sieht, oder ich muss es sogar wieder zerlegen, bearbeiten, dass ich es wieder frisch kann. Zusammensetzen. Achtung, grosser Alarm. Luftwacher Strasse, Wohnungsbrand. Am 20.04 Uhr rücken der Tanklöschwagen und der Leiterwagen aus. Ein Bub hat telefoniert. Als wir ins Zimmer gekommen sind, hat uns ein beißender Rauch entgegengeschlagen. Ich weiss, ich habe einfach mit sinnlos ausgeschüttet. Ich habe nicht verstanden. Ein Vorhang hinter einer Standuhr habe ich plötzlich verbrennen. Der Wohnungsnachbar und der Bub, der allein im Zimmer war, haben das Feuer mit Wasser gelöscht. Mach den Ohrzug. Ja, mach mal. Die Feuerwehrleute haben gerötzelt. Kann die Katze etwas gemacht haben? Ja, also, sie ist nicht mehr. Ein Pinsel, jetzt Gas brennt in der Küche, aber das Gas von der Küche hier. Das hat nichts zu tun. Ja, wer hat vorhin da gesehen? Wer ist denn da gesehen? Ich bin mit dem Papi da um 13:30. Sind Sie nicht immer mit uns? Nein, also das ist. Ja, ich bin unter drunter. Herr Zuber, gibt es ab und zu, dass man nicht recht weiss, wieso das brennt hat? Das kann es geben, wenn das Brandmaterial so weit verbrennt ist, dass man nicht sieht, was ist. Dann müssen wir jetzt schauen, was unten dran ist, was die Ursache ist. Die Brandursache durch die Polizei ermitteln. Es war der einzige Einsatz bis heute Morgen. Doch für einige Feuerwehrleute brennt das Feuer schon für die kommende Fasnacht.